Servus, heute stelle ich euch die kleine Actioncam Eagle 4K von Fluid Form vor. Vom Preis her ist das Ganze eine Alternative zu den teureren Actioncams und habe das gute Stückchen von der Firma Fluid Form bekommen, um das Produkt mal zu testen. Habe es jetzt auch schon seit einigen Monaten im Test und dachte, ich mache jetzt mal ein Video für euch, dass ihr im Video sehen könnt, wie diese Kamera so performt. Das gute Stück ist recht klein und leicht. Hat hier vorne einen Anknopf, seitlich zwei Auswahlknöpfe und oben den Rekord-Button. Touchscreen hat die Kamera nicht, dadurch spart man schon mal einiges an Geld. Ich schalte die jetzt mal an durch einen langen Tastendruck. Die macht auch Töne. Ich weiß jetzt nicht, ob man das mit dem umgedrehten Mikrofon hören kann. Die Töne sind halt relativ leise. Man hat die Möglichkeit, entweder eben Videoaufnahmen zu machen, da bis zur Auflösung 4K, kann durch den Druck auf den Auswahl- oder Menüknopf hier vorne, kann man wechseln zwischen Video, Foto, Serienaufnahme, Zeitrafferfoto oder eben den Einstellungen. Hier oben auf dem Rekord-Button bestätigt man immer das Ganze. Jetzt kann man hier sich mit den Pfeiltasten durchs Menü arbeiten. Da haben wir hier zum Beispiel die Videoauflösung. Die kann man natürlich auch runterschrauben. Jetzt gerade habe ich es auf 4K, dass ihr das Ganze mal sehen könnt. Datumstempel, Belichtung, Fotoauflösung, Serienbild, Fotointervall, Zeitraffer, Netzfrequenz, Sprache, Datum und Uhrzeit, Töne und so weiter. Also da hat man einige Möglichkeiten zur Verfügung. Was mir jetzt schon aufgefallen ist bei den Tönen, ist ein bisschen schade, dass wenn man die Videoaufnahme startet, das mache ich jetzt mal, zurück zum Video, startet das, dann piept das. Ja, wenn man die Videoaufnahme aber beendet, dann piept das Ganze nicht. Ich blende euch jetzt mal ein, wie das Ganze aussieht in der Kamera. So ist eben jetzt 4K ausgewählt. Ihr seht mich jetzt gegen einen relativ hellen Hintergrund. Hier ist meine Kamera. Ja, wenn ich jetzt aber die Aufnahme beende, gibt es leider keinen Piepton. Heißt, wenn ich die Kamera auf dem Kopf habe, ist das relativ schwierig zu erahnen oder zu hören, ob die Kamera jetzt noch läuft oder nicht. Ja, noch mehr Zubehör, da gehe ich dann gleich am Ende des Videos drauf ein, was da noch so mit der Kamera mitkommt. Aber was ich zum Beispiel cool finde, ist hier diese Fernbedienung, die mitgeliefert wird. Da kann man per Fernbedienung ein Foto machen oder eben Videoaufnahme starten. Da piept das Ganze auch wieder. Heißt, diese Fernbedienung kann man sich irgendwo am Körper oder an einem Handgelenk befestigen und dann die Kamera damit fernsteuern und braucht nicht irgendwie unbedingt die App nutzen. Das finde ich ein ziemlich cooles Feature. So, wieder beenden. Piept er leider nicht, hat man nur eine Bestätigungsleuchte an der Fernbedienung. Das Batteriefach befindet sich hier unten. Das kann man mit einem Daumennagel öffnen, muss man relativ fest drücken und vor allem aufpassen, weil man hat jetzt hier dieses kleine lose Teil und hier drin liegt dann der Akku. Seitlich die Anschlüsse sind sehr offen gehalten, heißt die Kamera so wie sie hier jetzt ist, nicht wasserdicht. Dafür gibt es dann eben die mitgelieferte Hülle. Da kann man das gute Stückchen hier einsetzen, hier oben schließen und schon ist das gute Stück auch für Unterwasseraufnahmen nutzbar. Mit diesem Gehäuse hat man auch jetzt hier unten die Aufnahme für GoPro-Zubehör, heißt für diese Montage zum Beispiel oder für das mitgelieferte Zubehör. So, verbinden wir mal das gute Stück mit dem Handy. Jetzt mache ich die an, drücke seitlich die Taste nach unten, dann ist das WLAN an. Passwort und so weiter steht irgendwo in den Einstellungen drin. Jetzt verbindet sich das Ganze und benötigt die iWatch DV App. Da kann man die Kamera hinzufügen und ja, hier habe ich sie jetzt und kann jetzt eben hier verbinden und habe an der Kamera oder am Handy das Live-Bild der Kamera. Dann kann ich hier auch natürlich im Modi umstellen. Und vor allem auch die Bilder anschauen, also die Fotos und auch die Videos, die hier so drauf sind. Besonders praktisch ist die WLAN-Funktion, dass man die Bilder direkt am Handy anschauen kann, dann auch speichern und hochladen kann oder auch, dass man die Kamera gut fernsteuern kann, wenn man die irgendwo hinstellt. Genug vorgestellt. Ich werde die Kamera jetzt an meinem Helm montieren. Dazu habe ich jetzt hier die originale GoPro-Montage dran, weil die mitgelieferte zwar auf GoPro-Helm-Adapter dran passt, aber nicht auf diesen Hama-Adapter, den ich gerade hier oben verwendet habe. So, jetzt die Kamera montiert und jetzt werde ich noch ein bisschen klettern. Und dann seht ihr,
wie die Kamera so performt. Das eingebaute Mikrofon an der Kamera, das hört ihr jetzt. So, jetzt rede ich einfach mal ein bisschen, um zu schauen, wie die Mikrofonqualität der Kamera ist. Die Kamera ist natürlich gerade in dieser Hülle drin, daher ist die Audiospur von diesem Video eigentlich nicht brauchbar. Ich habe auch die Lautstärke deutlich stark hochregeln müssen, also man merkt schon, die Action Cam ist halt wirklich nur dafür da, um was zu filmen und nicht dabei noch irgendwie großartig Audio aufzunehmen. Jetzt hier so gegen einen hellen Himmel, sieht man, dass ich dunkel bin. Und so im Nahbereich ist alles recht schön scharf und trotz der zügigen Bewegungen ist das Bild noch recht scharf, finde ich. Und auch mit den Helligkeiten kann die Kamera recht gut umgehen. Natürlich habe ich jetzt die Videodateien von der Action Cam nicht bearbeitet, dass ihr die ganz normale Farbe und den Kontrast seht, wie er aus der Kamera rauskommt. Im Nahbereich ist die Kamera auch noch recht scharf. Ich bin jetzt hier recht nah an diesen beiden Klemmgeräten dran und man sieht, man erkennt die Details noch. Die Kamera kommt in so einer coolen Box und da ist auch das Zubehör mit drin. Neben der Fernbedienung und der Hülle für unter Wasser ist da noch mehr Zubehör enthalten. Haben wir natürlich eine Bedienungsanleitung. Haben dazu auch verschiedene Montagemöglichkeiten, einen zweiten Akku und auch eine Ersatzklappe für die wasserdichte Hülle. Ja, im Detail möchte ich da jetzt auf dieses Zubehör nicht drauf eingehen. Das könnt ihr auf der Webseite des Herstellers nachlesen. Zum Fazit. Ich bin mit dieser Kamera recht zufrieden. Vor allem bei dem Preis von ca. 80 Euro hat man doch ein recht gutes Produkt, das mit 4K doch schon wirklich brauchbare Videos macht. Was mir gut gefallen hat an der Kamera ist die Fernbedienung. Auch die WLAN-Funktion ist sehr praktisch. Was mir nicht so gut gefällt ist, dass man diese Hülle nutzen muss, dass die Kamera wasserdicht ist und dass die Fotos, die sie macht, in JPEGs sind und keine RAWs. Aber na gut, man kann jetzt auch meckern auf hohem Niveau, vor allem für nur ca. 80 Euro ist man mit dieser Kamera schon recht gut ausgestattet, vor allem wenn man nicht mehr Geld für eine Actioncam ausgeben kann oder nicht mehr Geld ausgeben möchte. Da hat man ja auch keine wirklich andere große Wahl. Auf alle Fälle habt ihr jetzt gesehen, was diese Kamera leisten kann. Ich habe auch noch einen Rabattcode für euch, da könnt ihr bei eurer Bestellung ein paar Prozente absahnen, halt für ja, zeitlich begrenzt. Ich werde auch noch einen schriftlichen Testbericht zu dieser Kamera schreiben, den veröffentliche ich dann in meinem Blog. Und ich werde den Link dann auch in der Beschreibung unten posten. Aber die möchte ich erst noch ein bisschen mehr testen, bevor ich dann einen schriftlichen Bericht schreibe. Und den werde ich auch von Zeit zu Zeit wieder ergänzen, wie die Kamera sich dann so als Langzeittest schlägt. Gut, dann danke fürs Anschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch vielleicht geholfen. Vielleicht wollt ihr ja diese Kamera kaufen. Und jetzt wisst ihr, ob oder ob nicht. Dann vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.